Wir sind wieder in Dubai. Paul, der Patrick, unser neuer Praktikant, der ist jetzt 6 Monate mit uns, der wird mit uns filmen, ja, wird mit uns reisen hin und her. Und wie ihr seht, ist heute alles leer. Wir haben ein einziges Auto hier. Warum? Weil heute Freitag ist. Ja, es ist Freitag. Der Freitag ist hier in Abu Dhabi. In Abu Dhabi sage ich schon, ich bin ja in Dubai gerade. Abu Dhabi ist 140 Kilometer von hier weg. Ich bin in unserer kleinen Filiale in Dubai und mache heute für euch den GT3 RS, worauf ich hinaus wollte. Freitag ist bei Arabern wie bei uns der Sonntag. Das heißt, es haben alle frei, keiner arbeitet. Wir aus Europa, wir blöden Säcke, Paul, hä? Wir müssen halt auch freitags arbeiten. Und Samstag und Sonntag, wir arbeiten immer. Ja? Weil wir Spaß an der Arbeit haben. Wir haben hier einen geilen GT3 RS von 2016, ja, 500 PS original. Verbaut ist schon eine Abgasanlage ohne Cut mit Klappensteuerung. Werden wir gleich mal hören, ja. Und dann machen wir mal Tests in Serie. Wir checken auf jeden Fall 100 auf 200. Und ja, dann mache ich mich dann an die Software, mache noch ein bisschen was und dann gucken wir mal, was da am Ende rauskommt. Komm mal mit, ich zeige dir mal was. Ich habe es euch damals schon gesagt, wer vorne schwarze Scheibe hat, muss irgendein Babbo sein. Wie ihr seht, hat er hier vorne auch knallschwarze Scheibe. Also ist das auch irgendein Babbo, ja. Das Kennzeichen, die Nummer, die zeigen wir euch jetzt nicht, weil die kostet mehr wie das ganze Auto. Ja? Und er möchte aber nicht, dass man die Kennzeichen sieht. Von daher, bevor es Stress gibt mit dem Babbo, zeig mal lieber keine Nummer. So, dann fahren wir mal los. Eh? Patrick! Was ist los? Hast du gesehen, wie die Räder durchdrehen? Ja, ist so geil. Das war ein Start, wa? Hört sich so gut an mit dem Auspuff, ey. Also ich meine, Serie hört der GT3 RS sich schon mal geil an, ja, aber mit dem Auspuff hier ist das schon nicht schlecht. Also was echt interessant ist und komisch, woran man sich gewöhnen muss auf jeden Fall bei den Autos, ist dieses ganze Klappern da hinten, ja. Hörst du das? Mhm. Das ist halt ganz normal, ne? Das kommt vom Getriebe. Junge, 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 reiß das Ding, hä? Schalte Sach. So. GT3 RS. Schon der Name, sage ich euch, ist brutal. GT3 RS. Jetzt fahren wir mal zu unserer Strecke, wo es keine Blitzer gibt, wo wir auch die Zeiten testen können, 100 auf 200. 0-100, sage ich euch, brauchst du hier eigentlich in der Emirate mit so einem Auto nicht testen, ist uninteressant, weil es hat echt viel Sand auf den Straßen und so und die Traktion hier ist dementsprechend schlecht. Und wenn du in den Spiegel da reinguckst und diesen Flügel das so siehst, das ist halt schon richtig geil, ey. Auch dieser Lufteinlass, ey. Junge, Junge. Das Auto muss atmen. Ja. Das, meine Freunde, ist Musik. Ja, was kann ich euch zum GT3 erzählen? Ich würde mal sagen, für mich, da ich ja immer auf so Tests gehe, wo Höchstgeschwindigkeit gefragt ist und Durchzug, ich fahre sehr selten auf der Rennstrecke, wäre das Auto nichts von der Leistung her, weil es einfach ein Sauger ist und von der Leistung her ja, okay ist, aber wenn dann halt so ein Turbo hast oder Turbo S, kannst du halt mit dem GT3 RS nicht vergleichen. Der GT3 RS ist natürlich gemacht für Rennstrecke, also auf dem Track sind die geil, aber so Durchzug, also jeder gemachte 911er Turbo wird den GT3 RS sowas von abziehen, also no chance. Den Fahreigenschaften, ist es ähnlich wie der GT2 RS oder? Also vom Handling her und alles ist ziemlich ähnlich wie GT2 RS, aber klar, Sound und halt der Bums ist halt nicht da, ne? Ja, ja. Der Bums fehlt.
Also ich kann euch sagen, wer Sound mag, wer Sound will, der ist im GT3 S bestens aufgehoben. Und die Sitze, guck, die knirschen genauso wie im GT2 RS. Der Batman, der lebt in Dubai, Alter. Warte mal kurz, ich drehe mal um, dann zeige ich dir sein Auto. Geil, Alter. Kannst du mal aus deinem Fenster rausfilmen? Falls die Leute Batman suchen. Er ist hier. Hä? Ja, Tatsache, der allerechte. Ja. Ja, was macht der wohl hier? Ah, ich denke mal, der trainiert da hinten im Gym. Aber so wie es aussieht, steht das Auto schon länger da. Ja. Das ist ja ganz schön eingestaucht und eingepisst. Das Ding. Und hier nur noch 60 Sekunden. Wie heißt der Schauspieler von nur noch 60 Sekunden? Ich habe keine Ahnung, was du meinst, um ehrlich zu sein. Nur noch 60 Sekunden, der Film, kennst du, ne? Nee. Mensch, der Schauspieler, ich sag dir gleich, wie der heißt. Boah, das ist so ein guter Schauspieler und mir fällt Name nicht ein. Warte mal kurz, ich muss schnell googeln. Nicolas Cage, Mann. Hast du das nicht gewusst? Mir ist nur sein Name nicht eingefallen. Nicolas Cage, ey, einer der berühmtesten Hollywood-Schauspieler. Und du hast nicht gewusst. Ja, das ist jetzt peinlich. Ich habe gewusst, wer das ist, aber mir ist Name nicht eingefallen. Das war sein Auto. Aber egal, Batman ist auch hier. So, jetzt gucken wir mal, dass wir uns einen guten Cappuccino besorgen. Und dann gucken wir mal, ob wir was zum Essen kriegen jetzt. Weil jetzt ist mittlerweile 3 Uhr mittags. Wir haben nur gefrühstückt. Gucken wir mal, ob die offen haben überhaupt heute hier. Ich glaube nicht, oder? Der Luis, der fragt, wie viel Essen passt auf die Theke? Luis, auf die Theke, wie viel da drauf passt? Gucken wir mal, wir sind jetzt hier 3 Leute und haben uns 3 Pizzen bestellt. Und dann gucken wir mal, ob 3 Pizzen auf die Theke passen. Ja? Dann gucken wir mal, 1. Haja, 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 guck mal. Da würden ja, also wenn zusammenrückst, passen da ja nochmal 2 hin. Also, da geht schon einiges drauf, aber da ja Corona ist und wir mindestens hier 50 cm Abstand halten müssen, esse ich jetzt hier am Eck, der Pauli in der Mitte und unser Kameramann ist wieder ganz rechts, weil der ist immer mit ganz komischen Leuten unterwegs und ich glaube, der hustet schon. So, Software GT3 RS. Ist eine Bosch EMED17. Ist nicht sehr aufwendig, also wie gesagt, Bosch mache ich ja sehr gerne. Da habe ich dann ein paar Fehler hier zum Ausmachen vom Cut. Kartüberwachung, Drehzahlbegrenzer mache ich raus im Stand und setze auch um 100 Umdrehungen höher während der Fahrt. Dann haben wir hier die modellierte Abgastemperatur. Da lasse ich die nur auf 910 Grad, weil wir keinen Cut drin haben. Das heißt, wir brauchen da keine so starke Anfettung.
Dann haben wir hier Lambda-Fahrerwunsch. Das ist Serie zum Beispiel jetzt hier auf Volllast 0,92. Ja. Das heißt, es fährt aber nicht lange, weil sobald die Temperatur bekommt, fällt er dann in den Lambda-Bauteileschutz rein, wo er dann anfettet. Ich habe jetzt den Fahrerwunsch runtergeschrieben auf 0,88. Ja. Das heißt, es kühlt dann gut. Hier haben wir die OSC-Speicherfähigkeit des Katalysators. Die haben wir natürlich runtergeschrieben, dass der auch nicht meckert. Das sind die Cut-Fehler noch. Drosselklappenstellung, Temperaturen, ein bisschen Raildruck. Was ich auch gemacht habe, ist jetzt gerade beim Lambda-Bauteileschutz, ist es ja so, dass der Original, also das fetteste, was das Auto machen kann, wenn es irgendwie heiß wird in Original, ist Lambda 0,80. Ja? 0,80, habe ich euch ja mal gesagt, fährt man mit einem Turbomotor. Ja? Und wir brauchen das nicht. Deswegen habe ich praktisch die maximale Anfettung auf 0,85 gesetzt. Das heißt, das Auto, egal was passiert, er wird nicht mehr Sprit reintun wie Lambda 0,85. Dann haben wir in Kenfeld optimales Motormoment, heißt KFM E-Opt. Da habe ich auch ein paar Sachen geändert, dass halt natürlich da mehr zugelassen wird. Ich kann euch hier mal die Skala umändern, weil das sind hier die Drehzahlen auf der Seite. Habe ich mir hier alles dokumentiert und die Stützstellen praktisch geändert. So, ihr seht hier 700, 1000, 1500, geht runter bis 9000 Umdrehungen. Und hier oben die Stützstelle, das ist die Motorlast, praktisch die Füllung. Da habe ich hier auch Bosch-Füllung. Und dann sehe ich jetzt zum Beispiel bei der Füllung, welches optimale Moment der sieht. Ja? Das heißt, um das genau zu sehen, wie viel Moment das Auto dann sieht, dazu kann ich hier hingehen. Und zwar habe ich das mir das jetzt hier markiert. Moment kurz. Hier. So, und zwar ist es hier. Das ist ja das natürlich, was man nicht machen sollte, dann das Getriebe zu bescheißen. So, ich habe mir das hier mal rausmarkiert. Es ist so, dass das hier, das MD-Norm heißt es, das steht jetzt hier auf 600 Newtonmeter. Ja? 600 Newtonmeter bedeutet folgendermaßen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel 75% Last fahre, ja, bei 7000 Umdrehungen, dann weiß das Auto, es fährt 60% von möglichen 100%. So, zum Ausrechnen jetzt, wie viel das Getriebe jetzt sieht, wie viele Drehungen da kommt, ist ganz einfach. Dann nehmen wir den Rechner. So. Und dann wissen wir, MD-Norm steht auf 600 Newtonmeter. Ja. So, das heißt, bei 100% sieht das Getriebe 600 Newtonmeter. Ja. So. Dann haben wir aber nur 60%. Ja. Dann machen wir praktisch die 6 mal 60%. Dann sieht das Getriebe praktisch 360 Newtonmeter. Habe ich das richtig gemacht? Klar, 600 geteilt durch 100. Also falls ihr das jetzt mal selber wissen wollt, wie das geht, man nimmt in den Normen 600, man macht geteilt durch 100, weil man ja 1% wissen will, dann ist ja klar, kommt man auf 6, deswegen habe ich ja die 6 genannt. Und wenn ich jetzt wissen will, zum Beispiel, wie viel sieht das Getriebe jetzt bei 9000 Umdrehungen und 79% Füllung, wie hier. Ja? Dann sehe ich hier 64%. Ja? Dann mache ich meine 6 mal 64 und das Getriebe sieht ein Drehmoment von 384 Newtonmeter. So, warum man MD-Norm nicht machen sollte, ist aus dem folgenden Grund, das ist ja eine Automatik, ein PDK, das heißt, das Getriebe sieht ja jetzt hier bei 80% Füllung, 64% Last, sieht er ja 384 Newtonmeter. Wenn ich jetzt, Achtung, wenn ich jetzt MD-Norm runterschreiben würde, ja, weil ich sage, okay, Getriebe begrenzt, irgendwas passiert, dann schreibe ich das zum Beispiel auf 500 Newtonmeter, dann habe ich ja 500 Newtonmeter bei 100%. Das heißt, dann hätte ich ja 5 für 1%. Wenn ich dann nehme 5 mal die 65, dann würde das Getriebe anstatt 380, wie viel war es, Patrick? 380 gerade eben, gell? 380 Newtonmeter, würde es nur 325 Newtonmeter sehen. Das heißt, einiges weniger. Und da kann es natürlich zum schlechten Schalten kommen, da kann es zu Kupplungrutschen kommen. Das heißt, MD-Norm bitte nie machen. Ja, wenn ihr das macht,
wird früher oder später das Getriebe anfangen zu rutschen oder schaltet halt einfach schlecht. Ich habe jetzt in dem Fall hier zum Beispiel so gesagt, dass ich bei 85, 90 und 100% fast Last, habe ich das sogar etwas mehr Moment gegeben. Das heißt, ich sage dem Getriebe, es kommt etwas mehr Moment an. Ja? Somit erhöht mein Getriebe den Druck. Ja, weil ich weiß, wo das Getriebe begrenzt. Somit erhöht das Getriebe meinen Druck, schaltet besser und fühlt sich einfach besser an. So, das war jetzt mal eine kurze Info zu MD-Norm. So, hier haben wir das Zündwinkelkennfeld. Hier natürlich ganz klar, wie ich euch gesagt habe, unter Volllast für das Auto hier 27 bzw. 25, 24 Grad, ja, hier hinten. Und ich weiß, da ich ja bei dem Motor wirklich Zündung machen kann, habe ich jetzt hier auf 33 Grad gemacht. Und wie gesagt, das ist ein Sauger, da wird man nicht viel Leistung rausholen. Und ich denke, das sind dann so 5 bis 6 Grad mehr, was auch anfahren wird. Wir haben ja keinen Cut drin. Das heißt, eigentlich könnte ich also die Motoren, wenn da wirklich 102 Oktan Aral drin wäre, würde ich dann sogar mit 35 Grad fahren bis 36. Und so jetzt diese 5, 6 Grad mehr, was er dann macht, müssten so ja, um die 30 PS müsste das sein. In Verbindung natürlich mit dem Sprit, weil ich ja etwas magerer dann fahre. Das würden wir aber nachher merken. Leider kann ich es nicht messen, aber wir würden es an der Zeit sehen, 100 auf 200. Wir fahren das ja immer auf der gleichen Straße und anhand von der Zeit würden wir ungefähr sagen können, ob das hinhaut oder nicht. Und im Endeffekt muss es ja der Kunde selber merken. So, dann habe ich hier Kennfelder vom Fahrerwunsch-Drehmoment, die sind ein bisschen bearbeitet. Dann habe ich die Maximalbegrenzung hier komplett ausgemacht. Ja, das heißt, es wird keine Limitierung im Getriebe stattfinden, vom Getriebe selber. Hier auch, maximales Drehmoment, KFMI-Optfüllung. Da habe ich von der Zündung hier was angegeben, praktisch die vom Klopfen her. Die Empfindlichkeit habe ich leicht geändert. Ja. Dann, was habe ich hier noch? Interessantes, ja, eigentlich nicht mehr viel, weil man da eigentlich nicht viel machen muss. Wie gesagt, wichtig ist Lambda, Cut-Überwachung, Stand, Drehzahl hoch und alles habe ich jetzt alles hier gemacht. Die Cut-Fehler ausgemacht, Überwachungen ausgemacht. Und jetzt spiele ich die Software rein und dann fahren wir mal und gucken mal die Logs an und gucken mal, ob das Ding klingelt oder nicht. So, wir programmieren jetzt. Ja, ich benutze jetzt hier das CMD zum Programmieren. Dann würde ich noch das Getriebe kurz auslesen, gucken, was da drin programmiert ist und dann gucke ich mal, ob ich da auch was verändern kann oder muss. Ja, aber im Normalfall ist die Detail jetzt So, meine Freunde, ihr habt gefragt, wir antworten. Jetzt, Paul, schieß mal los mit den Fragen. Auf geht's. Du hast ein paar rausgepickt. Zeig mal. So, also, der Omer will gerne wissen, ob dieser GT3 RS auch eine Straßenzulassung in Deutschland bekommt. Also, dieser GT3 RS jetzt mit Sicherheit nicht, weil da keine Cuts drin sind. Ja, hier ist es kein Problem. Bis jetzt noch kein Problem. Und das ist das Nächste, was ich mich frage. Wisst ihr, alle machen rum wegen Umwelt und weiß ich was, ja? Und ihr habt es letzt selber gesehen, dass es echt nur eine Atmosphäre gibt und selbst bei uns in Bad Mergentheim der Sahara-Sand runtergekommen ist. Mein ganzes Auto war voll mit rotem Sand von der Sahara. Das heißt, wenn wir Deutschen uns da Euro 7, Euro 8, Euro 9 machen, ist alles schön und gut, aber dann sollte man die anderen auch dazu bringen, das so zu machen, weil sonst ist das alles für ein... Björn, der möchte gerne wissen, ob man noch mehr Leistung rausholen kann ohne Hardware. Ohne Hardware? Also genau. Björn, da muss ich dich enttäuschen, das ist ein Saugmotor und mehr Leistung ohne Hardware ist nicht drin. Also nicht bei einem Sauger und nicht bei so einem Auto. Der Tim, der will wissen, wie viel schneller ist das Ding ohne Spoiler? Wie viel schneller von der Topspeed? Ja, Vmax. Also, wir können uns das Ding mal anschauen, komm mal mit. Wie ihr seht, hat er schon ein riesen Oschi drauf, ja. Das ist halt für Anpressdruck und alles und ich bin mir sicher, dass das Ding an Topspeed, wenn du den runter machst, zwischen 9 und 11 km/h schneller sein wirst.
Gut. Drive and Smile. Wir wissen, ob man den auch jeden Tag fahren kann. Also, ob das so ein Daily Driver ist. Alltagsauto. Ja. Also das Auto würde ich nicht unbedingt jeden Tag fahren, weil die Sitze sind nicht sehr bequem. Das Auto verleitet dich zum Gas geben. Du wirst da drin eigentlich nur Vollgas fahren. Deswegen jeden Tag sage ich eher nein. Wenn Porsche für jeden Tag, dann würde ich sagen ein Sport-Porsche, ein Turbo, ein normaler, ja. Dann kannst du jeden Tag fahren, aber so eine Rennsemmel hier, eher nein. Gibt es eine Farbe, die auf einem Porsche nicht gut aussieht? Das will der Jan wissen. Eine Farbe, die auf einem Porsche nicht gut aussieht? Also ich finde, welche Farbe zum Porsche nicht passt, ist so normales Silber. Ja? Silber gefällt mir auf einem Porsche einfach nicht. Kommen wir zu der letzten Frage. Da will der Ilias wissen, ob wir einen Soundcheck machen können. Der Ilias? Wollen. Also dann machen wir mal einen Soundcheck für den Ilias, oder? Hä, Paul? Machen wir. Ja. Ich setze mich jetzt mal rein, starte mal das Ding und dann machen wir mal einen Soundcheck. So Ilias, ich hoffe, der Soundcheck hat dir gefallen, aber eigentlich solltest du das Ding in Original und live hören, das hört sich viel, viel besser an wie über eine Kamera. Mal gucken, was so kommt. Wir bleiben ja noch ein paar Tage, vielleicht drehen wir ja noch das ein oder andere. Also